Wir haben Fortschritte gemacht und zwar wisst ihr jetzt, wie die Figuren ziehen, wie das Brett heißt. Jetzt nähern wir uns langsam einer richtigen Schachpartie an, aber es muss ja irgendwie losgehen. Es muss ja eine Startaufstellung der Figuren geben. Es muss eine Art geben, wo die hingestellt werden, bevor wir die Partie beginnen. Und wir müssen auch wissen, wie viel sind diese einzelnen Figuren eigentlich genau wert. Ist die Dame genauso viel wert wie ein Springer oder vielleicht mehr oder weniger? Ja, all das möchte ich mit euch in diesem Kapitel behandeln. Und da habe ich sie euch schon aufgebaut. Das ist die Startposition, wie sie jeder Spieler bei einem klassischen Turnier vorfindet. In letzter Zeit gab es durchaus die Tendenz zu sagen, wir wollen das ein bisschen umändern, wir wollen noch ein bisschen mehr Unbekannte ins Schach reinbringen und deswegen wurde das Fischerschach, das Chess 960 immer beliebter. Da ist das Prinzip, die Bauern bleiben dort, wo sie sind, aber die Grundaufstellung der anderen Figuren wird durchgewürfelt, zufällig ausgewählt und deswegen Chess 960, weil es dann 960 Möglichkeiten gibt, diese Figuren am Anfang aufzustellen. Die Idee dahinter ist, dass inzwischen die sogenannte Eröffnungstheorie ganz viel Raum in der Arbeit der Schachspieler eingenommen hat. Da wir wissen, wie eine Schachpartie anfängt, können wir uns bereits vor der Partie, lange vor der Partie überlegen, was wollen wir eigentlich auf unseren ersten Zug machen? Als unseren ersten Zug machen. Das müssen wir uns nicht am Brett überlegen, wenn es losgeht, sondern das können wir uns schon vorher Gedanken machen. Wir können auch uns Gedanken machen, was wird mein Gegner wahrscheinlich spielen und was will ich darauf machen, was wird er darauf machen und so weiter und so fort. Und die Idee war, diese Überlegungen zu erschweren. Aber das alles einmal nur ein kleiner Ausflug, das alles mal zur Seite genommen. Das ist die Startposition einer richtigen Schachpartie. Und es gibt in dieser Startposition so viele Sachen zu entdecken. Zum Glück muss ich hier nicht über alle 960 Grundstellungen erzählen, weil das ist, selbst die Grundstellung ist viel zu schwer, selbst für den Weltmeister, um sie endgültig zu lösen. Also wollen wir uns doch auch erstmal damit beschäftigen. Wenn wir das mal alles aus weißer Sicht sehen, dann ist ganz klar, die Bauern starten alle auf der zweiten Reihe. Die schwarzen Bauern entsprechend in der Mitte gespiegelt auf der siebten Reihe. Dort könnte auch der Bauer von H2 auf G2 und der Bauer auf G2 auf H2 stehen. Die haben alle dieselben Funktionen, dasselbe können. Also das ist völlig egal, wie wir die ansortieren. Aber wichtig ist, dass am Ende 8 Bauern auf den Feldern A2 bis H2 stehen. Ganz außen jeweils stehen die Türme. Auf den Feldern A1 und H1. Ich kenne die Geschichte nicht genau, wie die dorthin gekommen sind. So ist es auf jeden Fall. Die Figuren, die gerade ziehen dürfen, die stehen ganz außen. Türme auf A1 und H1 bei Weiß und bei Schwarz auf A8 und H8. Die Nachbarn dieser Türme sind die Springer. Die weißen Springer stehen auf G1 und B1, die schwarzen Springer auf G8 und B8. Daneben kommen die Läufer auf F1 und C1 und die schwarzen Läufer auf C8 und F8. So weit, so einfach. In der Mitte stehen also Dame und König. Und auch hier ist fest zugeordnet, welche Figur der beiden auf welchem Feld steht. Die weiße Dame steht auf D1, die schwarze Dame steht auf D8. Jetzt können wir uns natürlich immer merken, D für Dame, deswegen stellen wir sie nach D1 und D8 und der König entsprechend steht auf dem anderen Feld. Ich sehe das ganz häufig, selbst gute Spieler machen das häufig falsch, weil sie so in ihrem Schachfusselkram sind, dass sie dann Dame und König falsch rum hinstellen. Vor allem, weil das dann so, man redet und spielt die nächste Partie und zack, hat man sie falsch hingestellt. Also dieses D ist immer ein guter Anhaltspunkt, D für Dame. Wenn das Brett nicht beschriftet ist, kann man sagen, weiße Dame auf dem weißen Feld, schwarze Dame auf dem schwarzen Feld. Und dann erreicht man diese Startposition aus, von der aus losgelegt wird. Weiß am Zug beginnt, es gibt ja immer diesen Spruch, der natürlich nicht stimmt, weiß beginnt, der Teil stimmt noch,
Schwarz gewinnt. Das ist zumindest von der Statistik her nicht hergegeben. Der Anfangsvorteil von Weiß gilt als ein kleiner Vorteil. So, jetzt haben wir aber nicht nur die Grundaufstellung der Figuren, wir müssen auch wissen, wie viel sind diese Figuren im Einzelnen eigentlich wert. Und da gibt es die sehr, sehr schöne Idee unter Schachkindertrainern und warum das auch nicht für Erwachsene, für euch benutzen, falls ihr erwachsen seid, das nach Eiskugeln zu machen. So lässt sich das deutlich einfacher merken. Ein Bauer ist eine Eiskugel wert. Das bedeutet, wir kriegen schon das Gefühl, da sind ja auch am meisten von da nicht so viel wert. Besser eine Eiskugel haben als keine Eiskugel haben, aber es sind nicht die wertvollsten Figuren am Anfang. Springer und Läufer sind jeweils drei Eiskugeln wert. Jetzt werden einige sagen, ja, der Läufer, der könnte aber, manche sagen, es ist 3,5, der Läufer ist so ein bisschen mehr wert. Aber das ist schon zu detailliert. Grundsätzlich als allgemeine Regel Läufer und Springer drei Eiskugeln wert. Das bedeutet zum Beispiel, dass drei Bauern so viel wert sind wie ein Springer. Wenn also eine Seite drei Bauern rausgeschlagen hat, dafür aber ein Springer hergeben musste, dann haben beide Seiten gleich viele Eiskugeln eingesammelt. Der Turm ist ein bisschen mehr wert. Der Turm ist insgesamt 5 Eiskugeln wert. Hat also einen Gegenwert von 2 Bauern und zum Beispiel einem Läufer. Dann ist das Kräfteverhältnis gleich. Wenn die eine Seite einen Turm rausgeschlagen hat, die andere Seite dafür Läufer und 2 Bauern. Ist jeweils 1 plus 1 ist 2, plus 3 ist 5. 5 Eiskugeln, der Turm ist auch 5 Eiskugeln. Fair. Die Dame, da streitet man sich. Die Dame ist 9 bis 10 Eiskugeln wert, also mega wichtig natürlich, ganz, ganz viel wert. Man kann aber sagen, dass sehr häufig zum Beispiel 2 Türme mehr wert sind als eine Dame. Und deswegen sagen manche, ja, 9 Eiskugeln. Es gibt aber auch Situationen oder viele Situationen, wo die Dame ein bisschen mehr wert ist als 3 Leichtfiguren. Deswegen sagen, ja, aber da ist dann 9 bis 10 Eiskugeln, je nach Situation und wie gut man auch mit der Dame spielen kann. Die einen sagen, sie sind gut darin, die Dame richtig einzusetzen, die anderen sagen, sie sind nicht so gut. Also 9 bis 10 Eiskugeln, Pi mal Daumen. Also zum Beispiel der Gegenwert von 4 Bauern und einem Turm wäre eine Dame. 1, 2, 3, 4 plus 5 sind 9, eine Dame. Und der König, ja, ihr werdet natürlich wissen, dass der König die wichtigste Figur ist. Wenn der König schachmatt gesetzt wird, was das ist, werden wir natürlich noch machen, dann ist das Spiel beendet. Das ist eine der Wege, der Hauptweg, wie man eine Schachpartie beenden kann. Das bedeutet, ich sage meinen Kindern immer, der König ist also der Eismann. Denn wenn der weg ist, spielen keine Eiskugeln mehr eine Rolle, dann wird es keine Eiskugeln mehr geben, weil der König ist die wertvollste Figur. Auf die muss man also immer besonders aufpassen, weil wenn der weg ist, beziehungsweise wenn der König matt gesetzt wird, dann ist das Spiel komplett vorbei. Der König ist also der Eismann. Genau, das war die Grundaufstellung und die Wertigkeit der eigenen Figuren. Ich denke, das ist recht wichtig, das schon am Anfang angesprochen zu haben, weil jetzt kommen wir bald in die Züge rein, in was sind die einzelnen Möglichkeiten, die man hat. Und genau, deswegen wollte ich hier schon mal die Wertigkeit ansprechen, dass ihr wisst, wo ein ungefährer Leitfaden ist. Versucht euch das zu merken, die Grundaufstellung. Sonst macht euch gerne ein Foto oder was ähnliches davon, dass wenn ihr jetzt mal anfangt gegen Freunde und so weiter zu spielen und euch nicht mehr ganz sicher seid, wie war das noch mit der Grundaufstellung, dass ihr dann sagen könnt, aha, so baute man das nochmal auf und dass ihr das aufbauen könnt. Für Schachspieler wie mich, das ist sozusagen das absolute Basic, das kriegt man, da muss man gar nicht mehr nachdenken. Aber natürlich, wenn man damit anfängt, muss das erst in Fleisch und Blut übergehen, also versucht euch das einzubauen. Bauern auf der zweiten bzw. siebten Reihe
Und dann von außen nach innen Turm, Springer, Läufer, König und Dame in der Mitte. Ich hoffe, ihr habt wieder ein klein bisschen mehr über unsere große Welt des Schachsports gelernt. Und ich freue mich, im nächsten Kapitel euch noch einige Sonderzüge näher zu bringen. Bis gleich.